Soll ich noch weiter Truppen holen? Was? Soll ich jetzt auf den Berg vielleicht kommen oder? Nee. Mal zum Lager jetzt, ja? Genau. Dann holen wir. Ist der ganze einfach nur leer? Achso, geht die Jerrycans holen. Aber warum fährst du jetzt mit dem Auto, Alter? Ich? Weil ich beim Hubschrauber bin. Wir sind doch in einem Motorrad. Was? Das Motorrad ist scheiße, das brauchen wir nicht. Ja, willst du mitfliegen oder nicht? Ansonsten. Nee, ich fahr Auto. Okay. Dann flieg ich zum Lager und hol die Jerrycans, ne? Genau, flieg zum Lager und die Jerrycans und Dennis, wir fahren jetzt da hoch und dann sind wir alle in den Großen und dann können wir den Kasten voll tanken. Ja. Hier kann ich mir nochmal so ein Ding setzen? Hab ich schon. Mit Alt. Alt und draufdrücken. Von innen fahren ist irgendwie viel cooler. Ein bisschen laut. Ja. Der Geräuschpegel ist auf jeden Fall angenehmer. Ich hab eben auf die Stelle mal vorgespult, gespult, wo wir uns getroffen haben. Das wäre ja sehr lustig, ja. Was frag mal, ja, ob wir den Heli nachtanken. Ja. Geht noch ein Quad? Geht viel mehr als gedacht. Drei Quads stehen. Gucken, ob ich verfolgt werde. Ne, der andere steht da schon da, oder? Oder bist du der da schwebt? Ne, also der Kleine? Ja. Der Kleine bin ich, flieg grad zum. Jetzt fahr ich nochmal querfeld rein, der auf die Karte. Ja, ich komm erstmal auf die Karte. Ah ja. Geradeaus meinst du, ne? Ne, einfach den Berg hin. Nach links? Nach links? Dem Heli da? Ja, genau. Achso, ich dachte, wir fahren ins Lager zurück. Nee, wir holen den Ding, holt ja die Jerry, gell? Ah ja, okay. Gut, das heißt, wir fahren zum Heli, okay, das heißt, okay, ich hab's verstanden. Na, genau. So, ich fahr mal Richtung Erzgebirge, okay, schauen wir, ob es da was gibt. Ja, da gibt's ja die Tankstelle. Ja, aber vielleicht finde ich da auch was. Achso, ja. Wir dürfen ja mit 18 Liter Benzin mit dem großen Liste Tankstelle kommen und können den dann da voll machen. Und diesmal sind einer sichern, wenn die anderen betanken. Ja. Kacke. Ist gerade auch wieder als Pilot asoziale Zombie und kannst genau nichts tun. Ich verbrüssel dich dann einfach so. Boah, der Minibot ist echt so ein kleiner Spielball, ne? Eine falsche Bewegung. Ja, der Bewegung. Lässt sich auch richtig geil fliegen, finde ich. Ich flieg den lieber wie dieses große Schlag. Ne, ich flieg die großen lieber. Der ist mir zu. So anfällig für Störungen, was soll ich meine? Ja, okay, ich komme damit recht gut zusammen, muss ich sagen. Also, der Große, wenn es jetzt heißt, hier, wir sind da, Junge, der brennt, der hat einen großen Kranken. Der Große ist wieder ganz alt, nee. Nee, doch nicht, ich wollte schon sagen. Anders aus. Oh, Mann, ja. War einfach querfeld ein, Dennis. Ja, ich habe Angst vor den Bäumen, Alter. Ach, scheiß auf die Bäume. Ja, seitdem der. Das ist aber langsamer dann, ne? Halt eines langsamer, ja. So, wo sind noch so hässliche Steine? Wir haben noch drei volle Jerrycans. Siehst du? Ich komme ja nicht durch. Müsste hätte eigentlich auf die Straße gemeint. Lass mich mal bitte fahren. Ja, besser ist das. Warte. Meine Maus spackt gerade rum. Ich will nach oben. Hallo. Ich gehe Strecke jetzt einfach aus. So. Ich wollte eigentlich so wechseln. Einfach nicht so viel Freude, einfach nur Vollgas dabei. Ach, ich weiß, Alter, weißt du, was ich noch hatte? Weißt du, warum ich hatte meinen Spawnpunkt noch gesetzt und dachte, ich muss in die Richtung. Ah. Ah, ich Idiot, ja klar, ja, aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, weißt du. Ja, ich hab mir gerade einen Knapp gesetzt. Mhm. Ja, dann ist gut. Also Alter, alter Rallycross-Fahrer. Haben wir früher gemacht, in 125er ohne Kennzeichen, voll durch den Wald geknüppelt. Nice.
Ne, da fliegt ein Heli. Da bin ich. Siehst du mich dann? Beim Erstflug? Warte, wo bist du? Ich bin bei diesem Gebäude da. Achso, das weiße Auto da, ja? Ja. Ich hab 3 volle Benzinkanister, ne? Willst du mitfliegen? Ich weiß nicht, ich überleg grad, ich geh jetzt erstmal hier in die Gebäude und mal schauen mal. Okay. Voll gut, ey, wir haben wieder Heli. Na, das ist echt wichtig. Der Benzin stand hier von dem. Noch haben wir einen Heli. Ja, aber dann können wir jetzt gleich, können wir halt so die dann gleich schön da hinpacken. Ja, wenn ich die 3 Jellycans drin hab, dann müssen wir eigentlich schon wieder starten können, ne? Ja, du musst, wir müssen dann, das Ding ist halt, wir müssen dann auf jeden Fall zum Airfield und da tanken. Ja, fliegt man nicht rein. Ich hab auch eine Jerrycan dabei. Ja, meine 3 sind voll auf jeden Fall. Seid ihr noch oben? Ja, das ist schon mal gut. Ja, wir sind einen halben Kilometer noch. Sind wir da oben. Alles klar. Ja, wir hören dich schon. Da oben fährt ein Auto. Meine ist nämlich leer. Wer ist da oben im weißen Auto? Wir sind im weißen. Ach so, da ist wieder... Die beiden sind wieder da hier. Wie heißen die? Ronk und... Kommen die zu uns? Die sind hier, die fahren hier rum einfach. Alter, den halben Kilometer von dem Dreckbaum weg, was soll denn das? Ja, ich dachte jetzt auch, das passt. Ja. Ja, wir qualmen doch schon. Hände leicht rot. Oh, ich muss gleich mal was essen. Bleib mal kurz stehen. Ja. Meine Anzeige blinkt nämlich schon. Das wird schnell wieder was. Und wenn ich mein Equip wieder anlegen? Ja, was mir ja noch eingefallen ist, man kann das, da kann man doch Auto landen, ne? Geht das ja, ne? Weiß ich nicht. Aber das Flugzeug ist eh behindert, weil du brauchst ja große Flächen zum Landen zum Starten. Hä, wo hab ich denn jetzt mein Fleisch hingelegt? Nicht. Hast du was zu fressen dabei? Dann nehme ich mir das bei dir aus dem Rucksack. Ich habe mein Fleisch aus Versehen auf den Boden gedrückt. Geh doch an den Jeep, du hast mich doch dran gelootet. Ach ja, aber stimmt. Aber mit Sicherheit was zu essen dabei. Ja, da ist sogar gegrillte Ziege drin, optimal. Ja, sicher, nur das Beste. Ich stehe auf gegrillte Ziege. Okay, warte. Boah, die Zündung bei der Karre müsste mal eingestellt werden. Ja, ist so. Das hört sich nicht gut an. Wie ich einfach seit 2 Tagen mit der Hälfte oder mit 3/4 von meinem Blut rumlaufe. Vielleicht mal wieder ein bisschen was fressen, damit das mehr wird. Ja, jetzt krebsen wir halt da hoch, ne? Ja, 14 km, Alter, 13. Okay, muss ich wieder auftanken hier. Macht der diese Steigung überhaupt? Ja, ne? Ja, müsste eigentlich gehen. Ja, und man kann ja auch da hochlaufen, dann muss es ja auch gehen. Alter, was hab ich denn da gefunden? Eine PDW? Geil ist das denn? Was ist das für ein Ding? Ich kenn das nicht. PDW ist halt ein Uzi. Als Zweitwaffe. Oh, da sind 2 Helis hier. Ja, guck mal, da wo der Typ steht, das ist deren Heli. Und der andere da steht, ist leer. Ich hole jetzt nochmal Benzin. Ich habe nämlich gerade aus Versehen deren Ding vollgetankt, weil er nicht gesagt hat, welcher ist. Ich habe einfach den falschen vollgetankt. Ja, meine Jerrycan ist leer, warte doch. Ja, komm mit. Ich schnell noch da rein. Nee, ich pack schnell. Ja, dann komm doch einfach mit. Ja, ich komm einfach mit, das ist eine gute Idee. Das ist ein guter Idee. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Mann. Ja, man sieht richtig, dass sie das richtig Spaß macht, Fabi.
mir, warum? Sieht es, ja, du machst so immer so schön feine Bewegungen, sieht richtig gut aus. Ja, Joystick halt, ne? Fliegst. Ohne Witz, man sieht einfach, dass es kein Auto drüber ist, ne? Ja. Kommst du wieder Richtung Tante Ravi? Naja. Das siehst du nicht, ne? Vielleicht unter dir. Das ist die Tank hier, ne? Jo. Dann dreh ich mal kurz. Ja, dann denke ich, fliege ich jetzt mit dir. Ne, geht ja nicht, ich bin ja mit dabei. Ach so. Ja, du kannst bei der nächsten Runde mitfliegen. Ja, nö, dann fahr ich. Dann fahr ich jetzt mal ins Lager und fülle mich da ein bisschen auf. Bei uns im Lager? Hast du denn noch so viel Benzin? Ja. Ich hab 3 Kanister dabei, ach so. Ich meine oder Sven. Ja, ja, ich muss hier fast voll machen. Hast du meine Zecke da vorne hin, ne? Blutet, meine Knarre. Ja, die müsste eigentlich da drin sein. Die geben irgendwie... Zack. Egal, im Lager haben wir, glaube ich, keine. Oder habe ich die in den Ural getan? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich, also ich habe sie jedenfalls nicht. Ich habe die M19. Im Auto müsste eigentlich deine Waffe sein. Wir haben alles in dein Auto gepackt, das Auto. Jetzt bin ich nicht drin. Ja, bleib hier stehen, ist okay. Ja, ich geh auf jeden Fall nochmal ins Häuschen, ne? Vielleicht findet ihr was Gutes. In den Tower, meinst du? Ja, ja, da hab ich eben die PDW gefunden. Guck mal, wir füllen gleichzeitig ab. Ja, ich guck in der Zeit, ob ein Zombie kommt. Wieso kann ich das nur... Ah! Der füllt die alle drei gleichzeitig! Ja, 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 klar, das ist ja das Geile daran. Hier ist nichts. Gehst du mal schnell in den Tower, Ravi? Ja. Da hinter dir ist ein Zombie, ne? Pass auf. Ja, schon gesehen, ich kletter schon hoch. Der hat gar keine Chance. Der Peter. Der Piotr. Ich muss gleich langsam ins Bett. Welcher Jedi war seiner, der an dem weißen Auto steht? Ja. Da, wo er so rumlungert. Der andere, der ein bisschen weiter weg steht, das ist, unserer. Da, wo wir quasi bei Makarov war. Setz dich einfach mal rein, der leer ist, ist der, ist ja, unserer. Die waren vorher schon da. Ich krieg grad Besuch, warte mal gerade. Krass, ich hab dich halt hin schießen gehört, ne? Hast du ernsthaft? Ich hab ja, ihn gar nicht, ich hab ihn stehen daneben und ich hab ihn nicht schießen gehört. Lute. Alter. Lutes? Ich bin halt. Ja, der war im Haus. Du hast übelst weit eigentlich vom Airfield weg, ne? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier im Tower im Lager. Ja, ich, das Blut tropft durchs Treppenhaus runter. Ach so, ich dachte gerade, wer kommt denn da? Das bin ich. Ja, hast du denn Bandage dabei oder nicht? Ja, ja, ist alles gut. Ich bin wieder fresh. Okay, ab zum Heli, komm. Ja, warte, ihr schreit irgendwo ein Zombie. Ja, ist ja, egal. Hier. Komm, wir fliegen weg. Ja, du läufst in die falsche Richtung. Ach ja, stimmt. Etalett. Da oben ist noch ein Zombie. Ja, schmeiß den Heli schon mal an. Ich komm. Schmeiß den scheiß Heli an, Peter. Na gut. Jetzt noch kurz einen Spawnpoint. Love Point. Hallo. Ah. Das ist so geil mit dem Joystick, kannst du quasi aus dem Stand dich direkt drehen, ne? Ja, ja, klar. Das ist richtig nice, Mann. Und ich kann auch direkt ein Auto über und ausschalten, wann immer ich will. Das ist richtig nice. Immer bevor ich starte, drücke ich zuerst Autohover an. Und immer bevor ich lande, drücke ich auch nochmal Autohover an. Das ist geil. Und ich habe halt den Schubregler, ne? Ich kann genau einstellen, wie viel Schub ich haben will. Ja, ja. Das ist richtig nice. Ja, auf jeden Fall solltest du jetzt ein bisschen mehr nach oben fliegen. Na, keine Frage. Der Jeep ist jetzt leer, ist alles im Heli. Ja, gut.
sie ja schon. Wir müssen jetzt nur genug Treibstoff einfüllen, dass der dass er starten kann und bis zur Landebahn fliegen kann. Ist einer gestorben bei uns im Baby? Was? Hä? Hier liegt ein Toter. Wo liegt ein Toter? Beim Heli. Bei unserem Heli? Ja, neben dem großen. Wo bist denn du? Ja, bei der Basis. Ach so? Ja? Ja, da liegt jemand tot. Kann man aber nicht. Ah, bestimmt der Bug vom, hier vom, wie heißt er? Wie heißt er nochmal? Entschuldigung, ich kann meinen Namen nicht merken. Sascha. Sascha, ja, genau. Als du da. Ja. Stimmt, ja. Ein Bug von dir. Der hat den Hero-Skin. Und, Alter, mir schwimmt der Jeep schon wieder in der Luft. Ne, bei mir nicht, Alter. Guck mal. Bei dir immer. Guck mal hier. Ja, bei mir krabbelst du die ganze Zeit gegen den gerade. Jetzt bist du unter dem erst. Bei mir steht der ganz normal. Bei mir schwebt er einen Meter in der Luft, also irgendwie ist der Server voll verbuggt. Ja, wie sieht's aus? Ist da genug Treibstoff drin hier? Das klingt. So, kannst du starten? Ja, starten kann ich, aber es klingt halt. Ja, lass mal lieber nochmal eine Probe machen, oder? Ja, komm. Besser ist das. Ja, sicher halt noch eine Probe und dann fliegt man ein paar Meter davon. Ja. Habt ihr den Heli nicht noch gehabt? Was denn? Nachtpoint zu setzen. Pass nur auf über uns, Rabbi, ich weiß nicht, wo der ist. Ah, ich sehe schon alles. Ich kann mit meiner Richtungstaste durch die Gegend gucken. Wo ist der denn hin jetzt schon? Ist er schon weg? Und der ist doch viel cooler, der Kleine, oder? Ja, der ist schon nice. Der lässt sich ziemlich cool navigieren. Aber der Große ist, ich mag so Schlachtschiffe auch voll gerne. Ja, mit einem Joystick macht, glaube ich, alles Spaß zu fliegen, ja, wenn man es kann, ne? Fliegst du mit dem Joystick, oder was? Ja. Das ist richtig nice. Ja, da ist er. Ja, der ist da auch gelandet. Noch ein Zombie, auf dem du gelandet bist. Vom Zombie gelandet? Mhm. Kannst du deine auffüllen? Ja, ich sichere hier nur gerade. Ja. Wenn du fertig bist mit auffüllen, sicherst du mich bitte zuerst. Ja, kannst. Du, ey, du bist so schlecht, Rabbi. Was denn? Du, und du wolltest bei einer militärischen Ausbildung gewesen sein. Läuft ja einfach weg. Das nennt man sichern, richtig. Ich hab doch gerade gesehen, dass da keiner ist, deswegen laufe ich um die Ecke, ja, und guck, ob da jemand kommt. Ich hab auch gesehen, dass da keiner ist. Du sollst sichern, dass da keiner kommt, Peter. Ja, aber hier um die Ecke ist doch viel näher. Das ist ja jetzt egal. Ich kann nicht einfach. Sichern, während ich hast du das nicht gelernt? Klar, aber Alter, ich muss nicht daneben stehen bleiben und warten, bis du fertig bist. Ich kann auch da vorne gucken, ob ein Zombie um die Ecke kommt. Du musst direkt neben mir stehen. Präventivmaßnahmen einleiten. Gearbeitet. Ja, ich mag das schon. Hat mit Kugelschreiber und Papier gekämpft. So. Der Kampf, der Papierkrieg, genau. Also, ja. So, dann kannst du ja jetzt den Heli, glaube ich, ja, das hätte wahrscheinlich trotzdem gereicht, aber dann machen wir den jetzt noch voll und dann fliegen wir mit dem anderen Heli auch noch zurück rein. Ja. Dann haben wir einen Heli für schnelle Sachen und
einen können wir mal alle zusammen. Einen. Genau, dann haben wir einen, mit dem wir alle zusammenfliegen können. Für schnelle Rettungseinsätze, das ist der kleine. Das Geile ist, ich kann mit meinem Joystick jetzt fast kein Heli mehr kaputt machen, das ist richtig nice. Es ist eigentlich unmöglich, jetzt einen Crash zu bauen. Ja, aber also, zum Glück, um jetzt mal deinen Überschwang zu bremsen, das Wörtchen fast hast du ja zum Glück selber schon gesagt. Ja. Der Ronkbein hier, der hat aufgefüllt, der ist voll nett. Ja, ja, die sind mitgeflogen. Was machen wir jetzt? Ja, ja, wir fangen die jetzt voll, dann fliegen wir alle zum Erden zurück. Genau. Ja, was denn mit dem anderen Heli? Wir haben ja zwei Stellen, einen großen und einen etwas kleineren. Ist das geklärt? Wo ist denn der kleine? Da steht noch einer hier. Wo denn? Hinten. Da gerade ein. Der geht aber nicht, der sagt quasi kaputt. Ah, das ist glaube ich der, wo der Wind hinfahren. Das ist doch nicht der. Du bist bei uns am Stützpunkt oder was? Ja, ja. Ja, die sind beide Schrott, die da stehen. Ja. Aber bei dem anderen kann man zumindest den Motor starten, beim großen. Ja, aber der erste Heckrotor kaputt, der dreht sich im Kreis. Also. Oh, ich muss dringend was essen, Alter. Dann tu das. Ich steig beim Sascha ein. Dann kann ich dir beim Fliegen zugucken. Hast du alles drinne? Ja, das Benzin ist drin. Hat jemand was zu essen? Ich hab nichts mehr zu essen, aber... Ja, ich hab was. Warte, ich steig kurz aus. Achso, nee, ich kann. Hallihallo! Hey, hallo! Na, ihr Suchtis, was macht ihr? Zwei Helis gefunden. Achso, ich brauch, was zu essen. Oh, ja, dann komm zum Airstrip, da kannst du jetzt rausholen. Ja, den wir vorhin gefunden hatten, Klo, der ist, war ein Reparaturbug. Wir sind reingekommen und die Maschine war rot. Okay. Ja, das war aber ein Bug. Der war komplett im Arsch. Vor allen Dingen, weißt du, wo ich die Helis geflogen habe? Ich war der Letzte auf dem Server. Mhm. Da waren die Dinger noch ganz. Ich hab's auch auf Video nochmal nachgeguckt. Die waren komplett ganz. Und als wir wieder reingekommen sind, war der im Arsch. Ist jemand die kaputt? Löcher kaputt, also Scheibe kaputt. Hinten ja, der Rotor im Arsch. Der Ronk, weil wir seinen Mini geklaut haben gestern. Der hat uns einfach nichts gesagt. Wir haben ihm ja auch nicht gesagt, dass wir seinen Mini geklaut haben. Kann sein. Hat er gefragt, oder? Obwohl, nee, der hat ja heute noch gefragt und gesagt, dass wir sein können. Ja, genau, der weiß schon. Der hat das noch gar nicht gecheckt, der raus. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Little Bird und den normalen amerikanischen Transporthubschrauber. Ah, cool, habt ihr da was gefunden. Lass auf den Baum auf, Alter. Ja, das ist ein Mann. Ja, schon. Ah, den nimmt man ein Stück. Ja, und ein Stückchen näher wäre besser. Ja, ja. Der ist einfach nach links. Fabi, lande mal noch nicht, bitte. Warum nicht? Achso, ihr seid noch nicht. Ja, okay. Ne, wir sind noch nicht unten, wir wollen dich nicht landen. Ich lande mal ein bisschen weiter weg, warte. Ja, lande mal davor. Auf der anderen Seite, weißt du? Ja. Hinter der Mauer quasi. Dabei. Ich komme jetzt mal wieder zum Airstrip, ne? Ja. Ich komme mal in Camp Online. Ich hab Video gesehen, das Neuner, Und? Wo wir da auch Merkel getroffen haben, sogar. Das ist cool, ne? Ja, ja, wo wir zu Happy da geflogen sind. Ich hab's leider selber auch noch nicht gesehen, aber ich hab nur bis 6 geguckt. Ich hatte heute leider keine Zeit bis jetzt. Naja, schon, hat Philipp schon erzählt, dass wir mit einem kleinen Bruder irgendwie so, ne, warst du so. Ja, ja, Sommerfest. Party, genau, fette Party mit Party, Minderjährigen. Mit den Bitches. Bunga-Partys mit 8-Jährigen. Mit Apfelsaft und so, ne? Ja, ja, das ist ich distanziere mich gerade von dieser Aussage. Ich habe ja, du warst doch auch da, komm. Ich wüsste nicht, was es da zu lachen gibt. Dennis, du sollst nicht lachen, Alter, schon zum dritten Mal jetzt. Ja, in der Zombie-Kalypse, ich hab's vergessen. Wie hieß dein Bruder Sven, ne? Ja. Sven jagt aber nicht wieder einen Hubschrauber hoch. Nee, ich hab's schon wieder. Er fährt nur noch Auto. Das ist schon das Neueste, der Ravi fliegt jetzt mit Joystick. Richtig geil, Alter. Ja, weiß ich doch schon, ne? Wir haben vorhin schon kurz gelabert. Cool. Ich dachte, du wolltest nicht mehr Philipp, ne? Wie? Du raus musst. Weil was? Ja, ja, ich musste ja hier ein bisschen. Ich musste ja ein bisschen fliegen, ansonsten hätten wir es ja hier nicht gebacken gekriegt. Ging ja nicht anders.
Spätestens um 12 Uhr höre ich jetzt auf, wahrscheinlich. Mal gucken. Dings, soll ich dich abholen? Flo? Hier kann den Jerry kennen. Ja, dann kannst du ja den Minibird nehmen. Da ist er, genau. Das ist der schnelle Einsatz. Jetzt ist er da. Da ist auch der schnelle Einsatz. Das Ding sowieso, aber mach ihn nicht kaputt, Alter. Nein. Der schnelle Einsatz ja auch irgendwie nicht so wirklich stimmt, weil der andere ist halt schneller, oder? Nee, der Minibird ist schneller. Nein, der ist langsamer. Ach ja, nee. Stimmt, der fette war ja schnell, ne? Das war der schnellste, oder? Aber der Minibird ist gewendiger. Also wendiger. Definitiv. Ja, zum Abholen reicht er auf jeden Fall. Ja, hier steht noch die Mie, steht ein Toter davor? Ja, das bin ich. Ich bin vorhin im Hubschrauberbug gestorben. Ja. Ja, nee, du bist ja eben nicht bist du gestorben? Doch, ist er. Doch, wir hätten ihn bandagieren können. Ich war nicht, wollte es machen, aber... Ein Glas voll, dann die Uni kaputt. Komm, ja, ja. Viele Scheiben, orange. Der ist komplett verbuggt, der Hubschrauber. Das war richtig krass. Ich bin, mit dem Auto einen Meter daran vorbeigefahren und bin voll irgendwo hängen geblieben an nichts. Lade ich dir gerade den Heli nach? Oder sind das hier die anderen? Wir sind das. Achso, weil ich sehe nämlich gar keine Namen. Ja, ich auch schon das ganze Spiel über nicht. Irgendwie ist der Server verbuggt. Ja, ich sehe die Namen. Nameplate. Ich auch nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Komisch. Hoffentlich ist es morgen besser. Wir brauchen eine neue Maus, Kinder. Es geht nicht mehr so weiter hier. Ohne Maus oder 10 Jahre. Es dauert aber 10 Jahre, bis ich auf diese Refill komme. Alter. Die Pfeiltasten kannst du ja auch nicht nehmen. Das funktioniert halt nicht, weißt du? Mein Mausrad spackt zu. Der andere Heli, der hier steht, ne? Gehört ja dem Tuppis. Ja. Naja, lass den mal da. Achso, okay, ja, sorry. Ich hab da jetzt auch so 2 Magazine rausgenommen. Das ist ja egal, merkt ihr bestimmt. Der hat auch eine Lee Enfield mit Holo-Visier da drin, ne? Ja, so eine will ich auch haben. Wir haben? Du meinst diese Infrarotsicht, ne? Nee, das ist Dingens hier, ne? Nicht Red Dot, sondern das andere. Ach so, du meinst Ad Hoc quasi, ja, ne? Ja, nee. Das ist halt viereckig, nicht rund. Ich weiß nicht, wie es heißt, man. Jetzt komm ich grad nicht drauf. Lass den Motor laufen. Nee, ich muss nochmal ganz ans Auto. Ah, okay, hier können sogar auch mehr Leute einsteigen in die Kiste. Ja. Wo Avionik ja auch schon nur noch 90% hat, ne? Also ist auch ein bisschen Geld schon. Ne? Ja, 90% ist noch nicht Geld. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder meine Waffe gewechselt. Halt die Schnauze. Am besten, wenn jetzt wirklich in einer hingeht, und zwar mit dem, obwohl ihr können ja beide Hubschrauber, die wir hier stehen haben, können ja nie mehr fliegen. Richtig. Einfach in den UH reincrashen, beide kaputt, beide gespawnt neu. Mit wem kaputt klatschen? Ja, den Mii halt so weit reparieren, dass man damit noch kurz fliegen kann. Der Typ, der das macht, einfach. Irgendwo alles Zeug in den UH legen und dann den kaputten UH reincrashen. Flo, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich werde für heute mal aufgehen, weil ich morgen früh raus, fliegst du selber zurück. Ja, ich muss auch nicht zocken, also das ist kein Problem. Also. Ja, wir haben ja den Heli hier. Ja. Wir füllen den jetzt auch noch auf und dann, Ravi, du willst doch wahrscheinlich ein bisschen mit mir Dings gucken, ne? Ja, eine Folge würde ich noch gucken. Füllen den jetzt hier auf und dann machen wir uns den Weg nach Hause und dann loggen wir uns auch aus. Ja, das können wir morgen Abend wieder, noch morgen Nachmittag oder so. Ich hab jetzt erstmal 4 Tage frei noch, wie ich heute festgestellt habe. Deshalb bin ich auf jeden Fall im Game. Ja Leute, ich denke mal morgen Abend bin ich auch wieder da, ne? Ja, ist klar. Ciao, alles klar, wir sehen uns. Bis morgen, ciao. Ja, ciao. Tschüss. User disconnected from your channel. Wovon ist denn jetzt wer?
Ich bin links. Und rechts? Der mit dem größeren. Rechts ist der Ravi. Wo ist der Ronk? Ronk, der ist gerade auf. Wie heißt er überhaupt? Doch, da ist er doch, der hilft uns. Guck mal, der Ronk, der hat einen Hero-Skin, weil der so viele Bloodpacks, deshalb hat er uns die ganze Zeit Bloodpacks gegeben. Warum? Weil der den Hero-Skin haben wollte. Du kriegst ja einen Bandit-Skin, wenn du so viele Player ermordest. Dann kriegst du ja so einen Schal um den Kopf. Und einen Hero-Skin kriegst du, wenn du ganz viele Bloodpacks gibst. Der sieht doch nicht anders aus. Doch, guck mal, achte mal der drauf. Handschuhe. Der hat so, ja, erstens das und der hat so einen Schal um. Der hat den nicht um den Kopf, sondern er hat ihn einfach um den Hals. Muss man darauf achten. Der ist da hinten gerade am Auffüllen. Ja. Na gut, Jungs, ich bin auch mal wieder aufgegangen. Bis morgen Abend oder so, ne? Jo. Alles klar, bis morgen. Alles klar. Ciao. Guck, da siehst du das? Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich jag jetzt gleich den einen Hubschrauber in den Lilbert rein und dann, oh nein, scheiße, müssen wir wieder Hubschrauber suchen gehen. Nee, lieber nicht. Boah, wie schnell der Typ ist, Mann. Der hat auch voll den krassen Rucksack, Mann. Der hat, glaube ich, alles krasse. Ja. Was es gibt, Alter. Der spielt wahrscheinlich einfach schon seit ein paar Monaten hier auf dem Server. Macht nichts anderes. So, und der hat einfach alle krassen Loots, deshalb finden wir nichts krasses mehr. Ja. Deswegen müssen wir den töten. Nee, das machen wir nicht. Warum nicht? Ich hab dem einfach mal sein Gewehr geklaut, Mann. Nee, ach Sven, du bist so asozial. Ja, der braucht das eh nicht, Mann. Oder ist ein Zombie. Pass auf, ist das Gewehr das einzige, was ihn wirklich an diesem Spiel hält? Und dann rastet er voll aus und macht alle unsere Sachen kaputt. Der Selbstmord. Da kommen Zombies. Jagt ihr mal vor uns weg, Sven, du bist im Auto, ne? Oder, Sven? Ja, ja. Ja, die sind eh am Tower gerade. Probier das jetzt mal mit dem Flugzeug. Was machst du? Probier jetzt mal mit dem Flugzeug. Aber erst muss ich die ganzen Zombies hier töten. Boah, wie viel Treibstoff in diesen Scheiß. Guck mal, da Zombie hinter den Fritzen. Ich guck mal kurz nach, wie viel da noch reinpasst. Oh, wir haben nicht mehr viel. Wir haben schon mehr als 3/4 voll. Das war super. Ja, das ist jetzt mal eine Folge fast nur Heli besorgen und Treibstoff auftippen. Hatten wir doch schon mal. Ja, ist okay. So, es gehört halt dazu, ne? Ja. Ja, liebe Zuschauer, das ist DayZ. Es ist nicht nur actionreich, es ist auch manchmal nervig. Arbeit. Das ist wirklich Arbeit manchmal. Ach, scheiße. Da kommt wieder ein Zombie in Richtung Tankding. Müssen wir ihm wohl mal helfen, ne? Er blutet. Na egal, selber schuld. Achso, dann mach schon. Achso, ich wollte was zu essen und was zu trinken haben. Ich bin am Verdursten und dann verhungern. Achso, ja, dann komm mal zu mir. Eine Sekunde, ich mach mal kurz hier die drei Kanister rein. Ich hab alles in meinem Rucksack. Also kannst du mir was reinpacken? Nee, kann ich ja nicht, weil das ist, Essen ist, da kommst nur du dran. Okay. Ich hab zwei Trinken, ich weiß nicht, wie viel Essen ich hier hab. Open Bag. Warte, Sekunde. Ja, wahrscheinlich eh abstürzen, so schlecht wie ich bin.
Also Essen müsstest du finden eigentlich auch. Ein Grillet irgendwas habe ich hier. Ja, dann nimm das und nimm mir noch irgendwas zu trinken. Ben, hast du deine Sachen vorher irgendwo reingetan? Nö. Spät. Ich fliege schon. Scheiße. Achso, nee, warte. Ich lande jetzt direkt wieder. Ich verliere auch Blut deswegen. Fuck, hab ich gar nicht gemerkt. Hast du dir was genommen? Ja, warte. Ich hab selber was. Hab ich vergessen. Hoffentlich lande ich jetzt auch genau wie hier wieder und nicht irgendwo anders. Also hast du Essen und Trinken rausgenommen, ja? Ja. Aber mir fehlt jetzt ein, ich bin rausgeworfen oder was? Ein Kanister ist weg. Ja, der muss ja immer noch liegen. Nee, ich hab den, glaube ich, empty. Es muss ja ein leerer auf jeden Fall open sein. Open Back. Ah ja, der ist hier im. Nee. Ah doch, der ist hier im. Hier steht er doch, Peter, guck doch. Ich zeig da gerade drauf. Achso, da, ja. Und Sven, meinst du, ja, du kommst mit dem Vogel wieder runter? Ja, ja, klar, es gibt so ein Landing-Pilot. Ach ja, nice. Ja, ja, weißt du, aber das Ding ist halt, du kannst halt nur, dann wie viel Flugplätze gibt es hier? Zwei, drei? Kannst du auf den Flugplätzen landen, ja. Du kannst halt nur bei denen landen, ne? Das ist das Ding. Aber Benzin reicht auf jeden Fall nochmal zum Landen. So, ich komme wieder zurück. Dass den Fritzen das Spaß macht, uns den Hubschrauber voll zu tanken. Ich weiß auch nicht, was er sich davon verspricht. Ich kann noch. Was sagt der Heli-Füllstand? Warte, ja, man, es hört ja automatisch auf, man kann ja nicht irgendwann. Weißt du? Ja, ist aber fast voll. Ja, dann lass uns jetzt, dann fülle ich jetzt noch mal kurz meine Kanister auf und dann fliegen wir weg. Ja, ich mach hier meinen auch noch rein. Was los? Nein! Kürzer ab? Ja. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Jetzt hast du dem deine krasse Waffe geklaut und stürzt ab, oder was? Ich bin tot. Ah, du bist ein Held, ey. Ja, auf einmal geht... Nein, Mann, ich hab noch Benzin, aber auf einmal geht das Flugzeug so runter. Ich so, was ist los? Scheiße. Komm, steig ein. Wir holen ihn jetzt ab. Ja, warte, ich will meinen Jerrycan noch filmen. Aber nicht. Ich will nämlich langsam Schluss machen hier. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ach, ich hab meine... Wie No Fuel, hatte das kein Benzin mehr? Ja, sag ich ja gerade. Nehmen wir alle. Warte, Ravi, ich fülle die noch einmal auf und dann nehme ich meine Jerrycan auf und dann... Ja, komm. Aber ich hab in unseren Heli meine Waffe reingetan. Naja, du hast ja seins geklaut, ne? Stimmt. Ja, genau. Das Doof ist nur, meine PDW ist leider weg. Hast, ja, komm. So, sag mal, wo du spawnst. Rakon. Dennis, was machst du? Elektro. Bei Elektro? Dann lauf mal irgendwo hin, wo eine freie Fläche ist. Gibt's im Leuchtturm eigentlich irgendwas? Was machst du denn, das Alter? Ich bin drin! Achso, da steht der andere Fotostätter. Macht ihr denn jetzt schon Schluss, Mann? Wir haben. Weil ich morgen früh um 5:30 raus muss. Ja, und wir wollten noch. Alter, was geht ab? Was geht ab? Boah, Alter! Alter! Auto-Hoverbahn! Oh, ich kann nichts mehr machen! Gott. Alter, es war ein Bug! Ich kann nichts dafür! Wie schlecht die Zeit, Mann, mein Gott! Alter, das ist doch nicht normal!
Ich hatte den Autohufer drin, weißt du, was ich meine? Der hat sich einfach nur überschlagen.